Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay. Etwas Ungewöhnliches auf meinem Kanal. Wir testen heute XDefiant. Gerade noch die Close Beta. Mit dabei sind Maxi, Pilo, Exit und Letni. Hallo an euch. Moin. Hallo. What's up? Also so der erste Eindruck ist gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Wer jetzt gerade rätselt, auf was ich spiele, oh, hier sollte man nicht runterspringen. Ich spiele auf Controller. Ihr seht es teilweise auch. Habe ich früher schon immer gemacht. Und, ja, behalten wir jetzt erstmal so bei. Ich wollte es eigentlich, habe ich es eben gerade probiert, aber meine Maus und Tastatur hakt einfach. Ah, ich habe die noch gar nicht fertig erobert. Aber wo seid ihr denn? Ich spiele mal die M4 einfach, dass ich ein bisschen mehr Munition habe, ey. Also klar, ihr seht schon, ich bin jetzt hier nicht der Pro-Spieler überhaupt. Was bitte an mich wenden? Aber Oh. ich brenne, ich brenne. Mal die Pumpe ausprobieren, Alter. Das da. Ich hätte gern auf jeden Fall ein Visier. Ja, gleich auf jeden Fall nochmal gucken, wie ich mir ein Visier auf die Waffe bauen kann. Hey, die Pumpe kannst du voll vergessen, die bringt gar nichts. Ja, ist auch nicht schlimm. Ne, es ist was Gutes eigentlich. Ich wollte gerade sagen, Pumpe ist eh Schmutz, also. Mal einen Sniper probieren. Sniper soll gut sein, habe ich gehört. Nicht ganz einfach hier so. Oh. Oh. Sniper. Ah, Potenzial da war Laune er zu einfach machen. schneller als ich. Hat Potenzial Laune zu machen, auf jeden Fall. Ja, und wenn du dann noch bedenkst, dass das Ganze umsonst bleiben soll auch. Gut, über mein Aim müssen wir noch mal reden. Das ist gerade Brötchen holen. Oh, das habe ich gerade so überlebt. Aber so vom Prinzip her. Ah, von da kam auch noch einer. War verloren, nee. Ah. Ja. Aber knapp. Knappe Niederlage. Und wie kann ich jetzt machen, dass ich mir eine eigene Waffe baue? Jetzt für die Beta ist es ja eh entspannt, weil du noch alle Sachen freigeschaltet hast, die musst du nicht Bei freispielen. 17 rennt. Nee, das ist ja echt mies. Ja. Ja, ey. Eben auch noch die Probleme mit Maus und Tastatur und so, ne? Hast jetzt hier im Menü, sobald hier dieser Battle Pass, den uns durchgelaufen ist. Ganz rechts Ausrüstung. Sagt er schon wieder, Match wird erstellt. Ja, das kommt halt immer. So, unter Waffen oder was? Nee, Battle Pass und was dann? Nee, da musst du raus aus dem Menü.
einmal zurück und dann hast du jetzt Ausrüstung. Ah. Ja, welche Waffe ist denn gut hier? Also die MP7 spielt sich eigentlich ordentlich. MP7. Dann kann ich hier wahrscheinlich genau Visier. Hast du irgendwelche... Ist das aufgebaut wie in COD? Nein, ich hab dann Ding, glaub, aber kann ich gleich mal gucken. Reicht. Ach ja, nee, hat nicht mehr gereicht, um es nachzugucken. Hm. Ja, mach erst mal irgendwie und ich kann es dir dann machen. Ich hab zumindest schon mal ein Visier drauf. Ich muss nur gleich finden, die Waffe finden beim Auswählen. Aber das müsste ich ja dann Charakter wählen, Waffe wählen und da müsste ich ja dann unter eigener Ausrüstung das haben, ne? Genau. Du kannst das oben wechseln auf von voreingestellt auf angepasst. Ah, guck mal, kann ich auch noch bearbeiten. Naja, wir erstmal schon mal irgendwas drauf machen, wird es wahrscheinlich auf jeden Fall noch mal besser machen. Hey. Ja, und wo ist mein Visier? Ah. Das hat ja geklappt. Oh. Die ist ein bisschen arg langsam, die Sniper. Aber jetzt kann ich nicht mehr wechseln, ne? Doch, klar. Wie? Also halt, bis du, wenn du einmal stirbst, dann halt nicht. Ausrüstung ändern. Tatsächlich. Das funktioniert auf jeden Fall. So, muss ich nur einmal sterben. Nein, das sollte ich hinkriegen. Ich habe ihn mit der Sniper in den Fuß geschossen. Ja, ich wollte ja auch sterben. Ja. Ja, snipen muss ich ein bisschen üben in dem Game. Schwierig gerade. Ah, ich muss nur mein Aim finden. Mein Aim ist gerade mit Toastbrot zu vergleichen, ohne Nutella. Trifft's auch nicht am Boden. Wow, drei Leute mal mit. Da habe ich Pilo verkauft, ja. Wieder zurück zur MP7. Mit Sniper, das wird heute noch nichts. Wo, oh, hinter uns? Fuck, von wo? Ist, Alter, snickt der mir den hier weg. Warum kann ich nicht mehr ins Scope gehen? What? Wie viel hält die denn aus, Alter? Ach. Okay, irgendwas stimmt mit meiner meiner Steuerung. Kann ich mehr ins Scope gehen. Perfekt. Ja, wer braucht schon Scope? Pray and pray. Ja,
Aber so? Also jetzt fehlt ja nur noch, dass die einen guten... dass die einen guten Battle Royale Modus mit reinbringen würden. Können sie von mir aus direkt den von Warzone 1 kopieren? Wäre mir komplett egal, dass es nur eine Kopie ist. Oh fuck. Friendlies moving on zone C. Allies capturing zone B. Ja, wir müssen mal Zonen holen, ne? Ja gut, ja. Du kannst mit MP7 nur eine Person holen. Das Magazin leer, das ist kritisch. Ja, das ist sehr kritisch. Und ja, wir sollten vielleicht mehr miteinander sprechen wieder, ne? Nee, das wird anfangen. Schade, dass man die, dass die Freunde nicht ordentlich auf der Karte angezeigt werden, ne? Ja, generell die eigenen Spieler, ne? Aber gut, man muss auch dazu sagen, es ist halt immer noch eine Close Beta. Also, wir können ja noch hoffen, dass... Na, ich glaube, gerade so Sachen werden könnten schon noch gut behoben werden. Ja. Gerade so Sachen, für was die Beta mal zu testen wurde. Ja, es hieß auch, sie hören gut auf die, das, was die Community sagt und so, ne? Aber es ist ein Ubisoft-Spiel, vergiss das nicht. Das haben sie mit Anno gemacht. Nicht mit Anno, sondern mit Siedler gemacht. Du, ich muss sagen, ich habe Ubisoft vorher noch gar nicht auf dem Rechner gehabt. Keine Verbindung zu Ubisoft. Ja doch, da waren da die ganzen Assassin's Creed-Spiele und so. Far Cry. Ja, Far Cry habe ich auch nie gespielt. Das ist eigentlich ein positives Beispiel, Far Cry. Oh, so eine Nahbrille ist doch scheiße, Alter. Sticky Grenade out! Also wir müssen definitiv mehr Team spielen. Ich weiß, dass wir sowas vom Prinzip her könnten. Autsch. Wo war der? Irgendwo hinten. Das ist eine gute Aussage, ne? Ach fuck, da hat er mich... Oh, die überheilt sich da. Mit der Flammenwaffe, die schon noch bekommen. Kauft einfach, verkauft und. Ja, also mein Spielstil ist bestimmt ausbaufähig. So, jetzt alle zu B. Jetzt sehe ich aber Mates auf der Karte. Ja. Aber die in deiner Freundesliste können noch gelb auf der Karte sein oder so. Ja, das könnte man auch noch machen. Gleich weiter zu A. Okay, bin unterwegs gestorben. Wir brauchen jetzt hier
Punkte, ne? Ist echt eng gerade. Obwohl, gerade sieht es ja ganz gut aus. Ah. Multikill. Ah, da stehen zwei Typen vor mir, perfekt. Gibt's doch nicht, Alter. 15 AP, ja. Multikill! Ja, die Regeneration dauert ewig, ey, das ist... Aber ich hab ja diese Heilung da. Ja. Das war ganz praktisch, ja. Mhm. Oh. Wobei das Spiel bei mir aber auch ganz komisch läuft. Ich habe so Frame Drops, wo dann die Wattleistung von der Grafikkarte auch absackt. Ganz komisch, ja. Also bei mir läuft, muss ich sagen, echt gut. Habe ich jetzt gerade ganz knapp MVP verpasst, ey, weil der hat geholt hat. Was, MVP? Was? MVP. Das beste Spieler des Matches quasi. Ah, ne, okay, der Gegner hatte mehr Punkte. Zeigt der bei euch uns den Namen an, den ihr gerade habt? Ja. Total dumm, oder? Das ist normal, ja. Ich glaube, das ist alles ein Beta-Fehler. 26-18, Alter, das kann sich sehen lassen. Ja, Meisterschaden in der Lobby. Naja, wenigstens positiv gegeben. Ja, ich stehe zumindest schon mal 14-17, also habe ich schon mal verbessert. Ja, pass auf, ich sag euch gleich mal die MP7-Aufsätze durch. War das soweit? Ja, Moment. Ausrüstung. Oh, jetzt. Geht natürlich. Mündung, Laufverlängerung. Mündung. Jetzt wird schon wieder Match erstellt. Ja, lass das kurz durchlaufen, das dauert noch ein bisschen. Mündung. Laufverlängerung. Lauf stabilisierend. Wie komme ich da rein? Bei Waffen oder was? Bei Ausrüstung. Du musst einmal noch zurück, Pilo, und dann auf Ausrüstung. Vorderlauf super leicht. Ja. Hintergriff schnell ziehen. Welcher Lauf war das? Laufverlängerung. Und Schaft faltbar. Ja, aber dann habe ich kein Visier dabei. Ja, es. Ich habe keine Laufverlängerung. Hä? Was soll ich für Visier weglassen? Bei Mündung Laufverlängerung. Sorry, Lauf stabilisierend. Ja, Maxi, für Visier was weglassen? Keine Ahnung. Und Griff irgendwas noch? Schaft einfach weg. Ja, Schaft faltbar, Hintergriff schnell ziehen, Vorderlauf super leicht. Hintergriff, kein Visier kann mehr ziehen. Im Spiel kann man es aber nicht nochmal. Keine Ahnung, doch, kannst du auch im Spiel machen. Keine Ahnung, müsst ihr gucken, ob es zu euch passt. Das passt halt zu meinem Aggro-Spielstil, ne, überall reinrennt. Ja, die M4, die ist so im Standard ganz schön langsam. So. Ja, die hat auch eine mega hohe Time to Kill. Also verglichen jetzt mit der MP7 wird der gleich auffallen. Damit holst du die Leute mal viel, viel schneller weg. Aber es ist jetzt auch mein letztes Match. Ja. Bett. Ach du Scheiße. Habt ihr mal die Ult benutzt von eurem Typen? Ich hab noch nicht gewusst, wie ich die einsetze. Das ist das, was unten in der Mitte quasi ist, was da so auflädt über die Runde. Du müsstest einen Flammenwerfer haben, René. Der ist eigentlich ganz witzig. Der ist richtig okay. Lädt er sich auf mit Kills wahrscheinlich, ne? So, was war Hintergriff? War? Gute Frage. Magazin? Warte. Ich guck kurz rein, Pilo. Hintergriff schnell ziehen, Schaft faltbar. Kein Magazin, kein Visier. Und Lauf? Noch irgendwas? Lauf stabilisieren, Vorderlauf super leicht, Mündung Lauf verlängern. Ah, okay. Mal probieren, ne? Ah, das ist eine sehr kleine Map, da wird euch die Waffe jetzt gut gekommen. Oh, die geht aber gut, Alter. Naja. Stick
Hinten? Nein, das ist wieder nicht gefordert, ey. Ey, 2 HP hat er noch, ich glaube so. Zieht mal irgendwo runter. Oh, zu dritt stehen sie hier. Also, das Spiel hat sich installiert. Und jetzt muss ich ins Bett. Ja, dann können wir morgen testen. Bitten. Irgendwann testen wir das. User disconnected from your channel. Was manchmal noch richtig komisch ist, dass die irgendwie durch Wände durchschießen können, gefühlt. Du bist schon hinter der Wand und die Schüsse treffen dich noch. Oh mein Gott, warum habe ich denn da hingeengt? Oh. Der hat gut getroffen. Ah. Okay, da hält man sich auch umdrehen. Was fällt der aus, Alter? Ja, das ist, wenn die diesen Lebensboost haben. Das Überheilen quasi, ne? Da sind die halt richtig viel. Mit welcher... Ah. Mit welcher Taste macht man die Ul? Ich weiß gar nicht, wo die standardmäßig drauf liegt. Das ist das, was hat der was denn so Kreis um sich? Mit so einer Prozentzahl dran steht. Genau, ja. Und wie setzt man die ein, mit welcher Taste? Da steht doch eine Taste dabei. Okay, noch nicht. Wenn die voll ist. Theoretisch. Also ich hab's mir jetzt auf X unterlegt, weil ich es von Valo gewohnt bin. Ne? Ja, ich spiele mit. Es liegt standardmäßig, glaube ich, auf Q oder so. Also auf jeden Fall ist es sehr schnell. Aber das muss ja auch nicht schlecht sein. Wo steht der denn hier? Wolf HP, ich glaube. Ja. Muss irgendwo oben stehen. Keine Ahnung, wo das steht. Ja, das ist ein bisschen verwirrend mit den mehreren Ebenen hier. Er hat zum dritten Mal versucht, A zurückzuholen. Ich sehe da keinen. Achtung. Verbindung mit dem Spiel fehlgeschlagen aufgrund schlechter lokaler Netzwerkverbindungen. Bestätigen. Seid ihr noch drin? Hört ihr mich noch? Ja. Okay, da kann es nicht dran liegen. Ja, jetzt muss ich quasi warten, bis ihr wieder da seid. Kann quasi nicht nachjoinen, oder? Nein. Ich glaube nicht. Ist also voll... du kannst probieren, irgendwie ist das ein Platz frei. Ich weiß nicht, warum er dann nicht nachlädt, aber. Anscheinend nicht. Ich finde zumindest nichts, wo ich nachladen könnte. Ich verabschiede mich auch mal. E-Mail ist noch nicht da. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber da Maxi auch gesagt hat, für ihn ist das die letzte Runde, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Ihr habt einen ersten Eindruck bekommen, wir haben einen ersten Eindruck bekommen. Oder ich habe einen ersten Eindruck bekommen, ihr habt einen ersten Eindruck bekommen und Aim bekommen. Sehr, sehr schlecht. Wir gucken mal, vielleicht verbessert sich das die Tage.
Vielleicht gibt es die Tage noch mehr Folgen. Vielleicht war es was Einmaliges. Müssen wir mal gucken. Schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.